DeepStack. Das ist der Name eines Computerprogramms, das vor wenigen Wochen international für Schlagzeilen sorgte. Erstmals ist es einem Forscherteam gelungen, ein Programm zu entwickeln, das gegen Pokerprofis gewinnen kann. In einer groß angelegten Studie nahm DeepStack es mit 10 menschlichen Kontrahenten auf und konnte 9 davon besiegen. Das ist ein historisches Ereignis und ein Meilenstein in der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Der österreichische Gesetzgeber hat dafür eine andere Erklärung. Er sagt nämlich, das war alles nur Glück. Poker ist nämlich laut Judikatur ein Glücksspiel. Ich beschäftige mich seit mittlerweile mehr als 10 Jahren intensiv mit der spieltheoretischen und spielpraktischen Seite von Poker und kann Ihnen versichern, dass sich der Gesetzgeber hier irrt. Es freut mich, dass ich Sie heute in die Welt des Pokerspiels entführen darf. Oder anders ausgedrückt, ich möchte ein Spiel gegen Sie spielen. Zwar nicht Poker, weil das vielleicht doch ein wenig komplex ist und ich auch nicht weiß, wie viel Bargeld Sie mitgenommen haben. Nein, ich möchte Sie im Schere, Stein, Papier herausfordern. Und zwar jeden einzelnen von Ihnen. Ein simultan Schere, Stein, Papier sozusagen. Die Regeln sind, glaube ich, hinlänglich bekannt. Ich werde bis 3 zählen. 1, 2. Und bei 3 mein Symbol offenbaren. Und ich bitte Sie, das Gleiche zu tun. Nachdem ich jetzt als Spieltheoretiker vielleicht einen kleinen Vorteil habe, möchte ich Ihnen noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Ich werde nämlich den Stein nehmen. Gut, wenn Sie bereit sind, dann kann es auch schon losgehen. 1, 2, 3. Gut. Also, ich habe ein wenig geflunkert oder wie man als Pokerspieler sagen würde, geblufft. Aber ich will weniger über meine Strategie sprechen, sondern vielmehr über Ihre. Jetzt gibt es ein paar im Publikum, die haben mir vielleicht gar nicht so genau zugehört und einfach irgendein Symbol genommen. Ja, auf die will ich zunächst nicht weiter eingehen. Dann gibt es einige von Ihnen, die haben sich für das Papier entschieden. Und das ist logisch und auch rational, weil das die beste Gegenstrategie gegen den Stein ist. Allerdings wäre es aus meiner Sicht logisch und rational, dann auf die Schere zu wechseln, damit ich gegen das Papier gewinnen kann. Und Sie könnten dann natürlich eins draufsetzen, und das haben auch einige von Ihnen gemacht, nämlich sich für den Stein entschieden. Jetzt habe ich aber noch eins draufgesetzt und mich letztlich für Papier entschieden. Trotzdem gibt es einige von Ihnen, die sich für die Schere oder die Schere gewählt haben. Das kann 2 Gründe haben. Entweder Sie haben mich ausgetrickst oder Sie gehören einfach zu dieser ersten Gruppe an Personen, die einfach irgendein Symbol genommen haben und jetzt gewonnen haben. Gut, ich denke, dass du denkst, dass ich denke, dass du das und das machen wirst, symbolisiert so ein bisschen die psychologische Komponente von Poker. Es gibt aber noch eine zweite, wesentliche, nämlich die mathematische. Und für diese habe ich ein kleines Gedankenexperiment für Sie vorbereitet. Sie haben nämlich die Auswahl zwischen folgenden 2 Optionen. Entweder Sie bekommen 20 Euro von mir, einfach so. Sie müssen nichts weiter dafür tun, können die 20 Euro einfach mitnehmen. Oder aber Sie bekommen 100 Euro von mir. Um die 100 Euro zu bekommen, müssen Sie allerdings von diesen 3 Karten, die noch sorgfältig gemischt werden, das Herz Ass ziehen. Wenn Sie das Pik Ass oder das Kreuz Ass erwischen, gehen Sie mit leeren Händen nach Hause. Vereinfacht ausgedrückt, 20 Euro fix oder 100 Euro vielleicht. Ich weiß nicht, was Ihr Bauchgefühl dazu sagt, aber ich kann Ihnen verraten, wie ein Pokerspieler sich entscheiden würde. Der wird nämlich immer die Chance auf 100 Euro wahrnehmen. Und zwar nicht, weil er gamblen möchte oder weil er sehr risikofreudig ist. Nein, er würde sich für die Chance auf 100 Euro entscheiden, weil es einfach die bessere Alternative ist. Wenn man mit einer Drittelwahrscheinlichkeit um 100 Euro spielt, heißt das nichts anderes, als dass man langfristig zumindest 33% von 100 gewinnt und das sind 33 Euro. Und 33 Euro ist mehr als 20. Jetzt kann es natürlich sein, dass selbst der beste Pokerspieler hier im Raum bei diesem einen Spiel verliert und einfach mit leeren Händen nach Hause geht. Aber wenn man gut ist beim Pokern,
dann interessieren einen nicht kurzfristige Resultate, sondern nur langfristig gute Entscheidungen. Sie können das vergleichen mit einem Tennismatch. Da wird der Sieger auch nicht einfach nach einem Ballwechsel ermittelt, sondern nach mehreren Games, Sätzen und Matches. Und genau das Gleiche ist bei Poker auch der Fall. Als DeepStack gegen die Menschen angetreten ist, waren es insgesamt 3000 Runden zu absolvieren. Und in jeder Spielrunde so zwischen 1 und 5 Entscheidungssituationen. Sie können sich vorstellen, dass am Ende des Tages das Endergebnis durchaus repräsentativ ist. Ich habe eingangs erwähnt, dass DeepStack gegen 9 von 10 Pokerspielern gewonnen hat. Und der eine Spieler, der nicht geschlagen werden konnte, steht heute Abend vor Ihnen.